Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Soulless Project. Wir sind in der Mühle, in der Windmühle, die große Mühle, und aktivieren diesen Schalter. Und nichts passiert. Ist natürlich super, wir wissen ja noch, dass da vorne unser Objective Reminder. Kollege hängt. Und wir drücken hier irgendwelche Knöpfe. Nicht, dass wir jetzt irgendeinen Knopf drücken, der ihn freilässt. Ja, schnell mal nom nom nom. So, haben wir vielleicht hier unten jetzt die Tür aufgemacht? Ja. Crouchen war. So. Oh, wir kommen hier aber nicht durch. Ah, okay, verstehe. So kommen wir aber durch. Was ist denn das hier? Schuhe? Warum liegen hier überall Schuhe? Hä? Ein Frauenparadies. Soll uns das jetzt irgendwas sagen, dass hier so viele Schuhe liegen? Ich raff's nicht. Ihr vielleicht, ich nicht. Schuh. Kommen wir hier durch, ja. Wo geht's denn hier lang? Ich bin irgendwie gerade ein bisschen verwirrt, was die ganzen Schuhe hier sollen. Was? Was geht denn, Alter? Hey! Party, Party! Hoch die Hände, Wochenende! Oh Mann, ey. Was ist hier los? Okay, vielleicht ist das so ein kleines Easter Egg. Okay, also ich feiere es auf jeden Fall ein bisschen. Auch wenn es schon ein bisschen makaber ist, aber... Ja, komm, Alter. Na, okay. Dann haben wir unseren kleinen Partyboy gefunden. Ja, vielleicht sind das auch einfach Platzhalter, momentan noch. Dass hier irgendwie später andere Sachen reinkommen, andere Texturen. Kann natürlich auch sein. Wie gesagt, wir sind immer noch in der Early Access. Und dafür ist das Spiel schon wow. Also, ich hätte echt nicht erwartet auch, dass es einfach so lange geht, so groß wird. Wir sind mittlerweile in der 30. Folge irgendwo. Als ich es mir am Anfang gekauft hatte, dachte ich so, okay, maximal 10, 15 Folgen werden das. So, dann schießen wir uns da mal durch. Kriegen wir das hin? Jo, so hat's geklappt. Okay, hier ist immer noch das Schuhwerk. Hier kommen wir gerade nicht. Okay, crouchen. Crouch, crouch, crouch. Da haben wir ein Artefakt oder ein Schlüssel. Was haben wir da? Ein Artefakt, Inschrift der Angst. Upgrade. Alle Resistenzen in der Nähe. Klimaresistenz, Hunger und Dehydration plus 1. Sehr schön. Cool. Ich habe endlich mal wieder ein Secret gefunden. Also ich gehe jetzt davon stark aus. Ich gehe jetzt stark davon aus, dass das jetzt hier ein Secret war. Aber mehr haben wir jetzt hier nicht gehabt, ne? Kein Hebel oder irgendwie was dergleichen? Habe ich hier irgendwas übersehen? Ich meine nicht, ne?
gucken wir mal, ob wir vielleicht die Tür schon aufgemacht haben. Oben. Erst teleportieren. Dann die Fackel. So, dann hier wieder nach oben. Das ist das Kind in dem Schuh, ne? Oh, Alter, dich habe ich voll vergessen. Aber gut, dass du da immer noch hängst. Du hängst. So, dann werden wir mal Nahrung und Wasser auffrischen. Wenn wir hier schon mal an der Quelle sitzen. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Da feiern sie ihn, oder was? Ja, ja, am Anfang wurde er ja noch gefeiert, ne? Okay, hier haben wir jetzt nix weiter. Wo geht's denn? Ja, okay, die Tür ist jetzt auf hier. Ich dachte, hier passiert ein bisschen mehr. So eine fette Apparatur hier. Hat sich jetzt nicht wirklich viel bewegt. Ich dachte, wir kriegen halt die Mühle zum Drehen. Drehen. Ach so, naja, vielleicht kriegen wir die Mühle auch zum Drehen. Und ich will einen Speicher haben. Warum ist hier kein Speicher? Ich habe ein bisschen Bammel. Wenn ich das Ding jetzt aktiviere. Na okay. No risk, no fun. Unsere letzte Götzenabbildfigur. Und sie fängt an, sich zu drehen. Was haben wir denn jetzt gemacht? Seht ihr das? Da kommen überall aus dem Wasser die Sonden. Aber er bleibt, oder? Was ist da unten? Jetzt wird wahrscheinlich alles abgepumpt da drin, ne? Die Sonnen wieder ins Wasser gefallen. War die Pyramide da schon vorher da? Kommt die hierher? Was zum Teufel passiert hier? Ich sitze hier gerade mit offenem Mund und staune. Da jetzt schon wieder aktiviert, ey. Okay, und jetzt? Schwebt das da? Kommt das jetzt hierher oder?
es bewegt sich zumindest noch. Ich weiß nicht, ob jetzt noch mehr passiert oder ob wir jetzt weitergehen können. Ich will natürlich nichts verpassen. Ich glaube, der schwebt da jetzt erstmal einfach nur. Vielleicht kommt er auch langsam näher. Okay, komm, wir gucken. Wir haben ja da unsere nächste Aufgabe. Strange. Und er, oh, okay, er hängt noch da. Mal hin. Komm, dann versorgen wir uns mal eben noch. Ich bin, glaube ich, auch... Ich werde hier nochmal schlafen, eine Runde. Bevor wir wieder rausgehen, weil hier haben wir einfach gerade sicher. Mit Wasser und Trinken. Dann lege ich mich hier nochmal hin. Immer den... Pillow wieder, dein Kissen. 22, 23 Grad, hier ist gut. Und wir schlafen nochmal direkt 10 Stunden. Wow, haben wir die Mühle aktiviert. Ich bin ja mal gespannt, wie die jetzt von draußen dann noch aussieht. Und jetzt kam da so eine Pyramide aus dem Wasser. Ich dachte eigentlich, wir müssen jetzt unter die Mühle, weil auf den Bildern war ja irgendwie zu sehen, dass wir unter der Mühle irgendwas, auspumpen. Weil ich wüsste jetzt nicht, wie wir an diese Pyramide rankommen können. Die ist ja in der Luft. Ah ne, warte mal. Jetzt haben wir Nacht draußen. Ich schlafe gleich nochmal eine Runde. Bis es Tag ist. Habe ich denn eine Uhrzeit eigentlich auch irgendwo? Schlaf mal einfach nochmal 10 Stunden. Dann sollten wir mega ausgeruht sein diesmal. Essen und Trinken haben wir ja für unterwegs noch ein bisschen dabei. Wenn wir uns jetzt nochmal hier ordentlich ausrüsten. Kalorien ist ordentlich runtergegangen jetzt. 22 Stunden Schlaf haben wir jetzt übrig. Da können wir einiges machen. Also erstmal ordentlich frühstücken. Das ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Dann die Soße noch runterspülen. Was auch immer wieder immer essen mögen. Aber solange es uns am Leben hält, warum nicht? So, Keule, dir werden wir nochmal vorbei müssen. Oh, wollen wir ihm auf den Kopf steigen? Nee, das mache ich nicht. Mal auch so einen Totenkopf da. Irgendwelche Tätowierungen. Ja, uns bekommst du nicht. Okay, komm, wir lassen den mal. Nicht noch aggressiver machen. So, dann sind wir wieder draußen. Ein bisschen Angst, dass der uns jetzt hinterherkommt hier. Hier war doch irgendwo ein Safe Point, oder? Ich würde nämlich ganz gerne mal wieder speichern.
Mühle dreht. Wo ist der Save Point? Ich hab's vergessen. Und der Wind peitscht mir in den Ohren. Jetzt werden wir auch noch nass. Ach, ey. Tornado. Tornado. Scheiße. So, ich gehe wieder zurück zu meinem Kumpel. Oh, ich hoffe, das schaffen wir noch. Lauf, lauf, lauf. Lauf. Streng dich an. So ein Mist. Laut. Es ist sehr laut. Ja, was soll ich machen? Ich kann nicht da draußen rumrennen, wenn da ein Tornado tobt. Spielen wir so lange mit dir noch ein bisschen. Was können wir denn mit dir mal machen? Guck mal hier, ich habe ein Schwert. Aber ich will nicht sterben. Weil dann muss ich das alles normal machen. Ich habe bis jetzt nicht gespeichert. Okay, ist der Tornado weg. Oh, so ein Dreckswetter hier, ey. Jetzt haben wir uns gerade so gut ausgepowert, was Schlaf angeht und Kalorien und Essen. Essen und Trinken. Und jetzt müssen wir hier warten wegen einem scheiß Tornado. Okay, jetzt aber. Ich glaube, der ist weg, ne? Die Musik ist nicht mehr da. So, wo ist jetzt der Safe Point gewesen? Bin ich schon wieder vorbeigerannt an dem, oder? Ah, der Nick. Da ist die Mühle am Arbeiten. Ja, ja. Oh, oh, Wilson, record. I just turned on some huge pumps built into a cliff face. And as far as I can tell, they've extracted acidic fluid from the giant caverns below the island. I was led here, I think, by some kind of spherical craft. It's hard to get a grip on anything that's going on this planet. The scale of the technology here is mind-boggling. Why did these beings choose to come here, to this undeveloped world, and build massive machines? Whoever was on this planet is on this planet. Must have come here for a reason. I don't know why yet. Scan out. Das werden wir herausfinden. Warum sie hier diese Maschinen... Hier muss es irgendwas zu holen geben, da hat er recht. Sonst würden die hier nicht so einen Aufriss betreiben. Irgendwas muss es hier geben, wo die unbedingt ran wollen. Da wird's ausgepumpt alles noch. So, können wir denn, wenn ich mich jetzt da runter, können wir da abkürzen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich gehe mir den regulären Weg. Sonst verlaufe ich mich hier wieder auf der Insel. Na, geh hoch. Er will gerade keine Treppen laufen. Dann lauf hier. Rebell.
So ein Dreckswetter hier auch, Mann. Ja, können wir nochmal Wasser? Wasser dir mal ein. Oh, ihr Lieben, ich sehe gerade. Wow. Ich muss die Folge hier mal beenden. Also muss nicht, aber sonst dauert es zu lange mit dem Rendern nachher. Na gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ob wir jetzt in diese Pyramide da kommen. Und der Angekettete, ob der irgendwann mal freigelassen wird noch. Bestimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir den das letzte Mal gesehen haben. Alles klar. Dann danke ich euch und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.